Ich möchte ganz herzlich begrüßen zu dem Vortrag über Zauberpilze. Es freut mich, dass doch einige Leute gekommen sind, trotz des schönen Frühlingswetters. Ich will mich kurz vorstellen. Mein Name ist Tibor Harrer. Ich bin Pharmazeut, also Apotheker. Ich habe einen Lehrauftrag an der Freien Universität in Arzneimittelchemie, organischer Chemie, Biochemie und arbeite nebenbei noch in der Apotheke. Ich bin auch in der Drogenprävention, Drogenaufklärung engagiert. Das, was ich euch heute über Zauberpilze erzähle, habe ich auch in einigen Broschüren und Büchern publiziert. Ich habe hier zum Beispiel mal von Boa, das sind Drogenhilfeträger in Berlin, eine Fachtagung mit Drogen? Da ist in dem Tagungsbericht mein Beitrag über Zauberpilze drin. Oder ich habe auch für die Grünen, zusammen mit Joachim Eul, Antimykologe, diese Broschüre herausgegeben und entwickelt, sozusagen Zauberpilze bei uns. Ist mittlerweile in der 5. Auflage, insbesondere der Rechtsteil, müssen wir mal von Auflage zu Auflage überholen, weil gerade was das Recht betrifft, rechtlichen Status, Digitalstatus sich bei den Pilzen, bei den psychoaktiven Pilzen, ständig was ändert. Ja, ganz besonders freut es mich, dass ich hier in der offenen Universität reden kann. Einen gewissen Bezug zu der Area hier habe ich. Ich bin im Vorstand von dem Verein Eve & Rave. Das ist ein Verein, der in der Techno-Szene vor allem Drogenaufklärung betreibt. Und hier steht gegenüber in der Hannoverschen Straße ist das Gerichtsmedizinische Institut der Charité. Und dort haben wir mal ein Drug-Checking-Programm durchgeführt. Drug-Checking heißt, wir haben illegale Substanzen, die auf dem Schwarzmarkt erhältlich sind, zugeschickt bekommen und haben sie einer Qualitätskontrolle unterworfen. Das heißt, diese Substanzen sind eben professionell, quantitativ, qualitativ, chemisch untersucht worden. Und das ist in der Gerichtsmedizin drüben bei Professor Brax gelaufen. Das Programm ist dann leider durch die Polizeigewalt beendet worden, wo wir dann bei anschließenden Gerichtsentscheidungen immer recht bekommen haben und es hieß, Drug-Checking ist legal. Schön wäre es, wenn das Rollo runtergemacht werden würde, das blendet mich nicht extrem. Ich muss hier ab und zu mal einen Blick auf den Bildschirm werfen. Wunderbar. Ja. Gucken wir uns die Pilzchen an. Die Pilze bilden ein eigenes Reich von Lebewesen. Sie gehören weder zu den Pflanzen, früher hat man sie fälschlicherweise zu den Pflanzen gezählt, noch zu den Tieren, sondern das Reich Fungi ist, wie gesagt, ein eigenes Reich. Pilze sind Destruenten, das heißt, sie zersetzen organisches Material, was eben vorwiegend durch Pflanzen aufgebaut worden ist. Es gibt 100 bis 200.000 verschiedene Arten von Pilzen. Und von denen sind etwa 50 bekannt, dass sie psychoaktive Inhaltsstoffe beinhalten und dann eben auch als Rauschdrogen unter anderem gebraucht werden. Diese psychoaktiven Pilze, über die ich heute reden möchte, sind Pilze, die die Inhaltsstoffe Psilocin oder Psilocybin enthalten. Es gibt noch weitere psychoaktive Pilze, zum Beispiel der Fliegenpilz oder der Pantherpilz, die eben andere psychoaktive Wirkstoffe beinhalten. Die klammere ich heute bei meinem Vortrag aus. Es geht also um die Zauberpilze, die Psilocybin oder Psilocin enthalten. Man nennt sie auch Psilopilze. Auch von diesen sind eine ganze Menge Arten bekannt.
unter anderem eben der spitzkegelige Kahlkopf, Psilocybe sedilanciata, ist eben der Pilz, der psychoaktive Pilz, der in unseren Breiten natürlicherweise vorkommt. Und er fruchtifiziert im Herbst. Was Fruchtifikation ist, erkläre ich gleich noch. Und hier könnt ihr einen sehen, ein Grasbüschel wächst der. Ja, das sind so Daumen groß. Ganz typisch eben, dass dieser Hut noch so eine kleine Spitze enthält, findet das Ganze so ein bisschen kondomartig aus. Hier nochmal eine Großaufnahme. Seht, da ist zwei Finger in Proportion zu einem kleinen Pilz. Aber der ist wirklich in sich hat. Diese Zauberpilze, Psilos, werden auch in Gewächshäusern gezogen. Dazu eignet sich Psilocybe sedilanciata in der Regel nicht. Der ist sehr schwer zu kultivieren, sondern da wird in der Regel Psilocybe cubensis benutzt. Das ist der sogenannte mexikanische Zauberpilz. Ja? Das ist auch eine andere Art. Das ist auch ein mexikanischer Zauberpilz, Stoparia cubensis. Wie gesagt, in den Niederlanden oder auch in den USA gibt es riesengroße Pilzkulturen, ähnlich wie es bei uns Champignonzuchten gibt, die eben solche Psilocybe-Gattungen und Arten anbauen. Das ist nicht ganz einfach, da braucht man gewisses Know-how, um das in diesem Maßstab hinzubekommen. Und in den Niederlanden ist das auch legal. Oder es wird zumindest mal geduldet. Auch die Pharmaforschung interessiert sich für die Zauberpilze. Einmal, weil man die Substanzen und die Wirkung der Substanzen als Modell benutzt, um eben bestimmte psychische Zustände in Menschen oder auch in Versuchstieren zu erzeugen, aber auch um direkt sozusagen Psilocybin und Psilocybin zu gewinnen, weil diese Substanzen nicht nur als Rauschdroge zu Genusszwecken gebraucht wird, sondern auch zu therapeutischen Zwecken. Das sind wertvolle Therapeutika. Auch darauf werde ich noch eingehen. Ganz kurz zur Pilzbiologie. Was ist eigentlich ein Pilz? Üblicherweise verstehen wir, wenn wir von Pilzen umgangssprachlich reden, nur einen Teil eines Pilzes. Wir meinen nämlich den Fruchtkörper. Der eigentliche Pilz, der wächst unter der Erde auf einem Geflecht von hunderte Kilometer langen Fäden setzt sich der Pilz zusammen. Dieses Geflecht von Fäden, das nennt man das Myzel oder Mycelium. Und das wächst das ganze Jahr hinüber. Nur im Herbst, also unsere Breiten, nur im Herbst kommen dann in der Regel die Fruchtkörper an die Erdoberfläche, aus dem Boden herausgewachsen. Das seht ihr hier oben im obersten Bild. Und dass die Pilze fruchtifizieren zu dieser Jahreszeit, hat einmal natürliche Gründe. Die Luftfeuchtigkeit ist relativ hoch, die relative Luftfeuchtigkeit. Die geht im Herbst ja gegen 100%, auch in unseren Breiten. Der CO2-Gehalt der Luft nimmt ab. Und vor allem befinden sich dann auf dem Boden auch viele Substrate, die der Pilz wieder besiedeln kann. Blätter fallen, Rindenmulch befindet sich auf dem Waldboden. Und das sind eben ideale Substrate, wo der Pilz drauf siedeln möchte. Und um das zu können,
muss jetzt einen Fruchtkörper bilden. Auf der Unterseite der Fruchtkörper befinden sich die Lamellen und auf den Lamellen werden die Sporen abgesondert. Und das ist eben jetzt ein biologischer Vorteil, wenn die Sporenschleuder so ein bisschen aus dem Erdboden herausragt, dann kann sie zum Beispiel durch den Wind oder durch Tiere, die da auch mal dran fressen, werden die Sporen sozusagen mechanisch abgesondert werden und sich dann in der Natur verbreiten. Sie fallen dann im Herbst eben auf ein Kulturmedium, wo sie sich gut weiter vermehren können. Es gibt Plussporen und Minussporen, ähnlich wie Männchen, Weibchen kann man sich das vorstellen. Die bilden erstmal solche Fäden aus und wenn sich dann Plusfäden mit Minusfäden vereinigen, dann entsteht wieder ein neues Fadengeflecht, ein neues Myzelium, aus dem heraus dann im nächsten Herbst sozusagen wieder Fruchtkörper erwachsen können. Die psychoaktiven Pilze, die Psilos, die sind in den letzten 10 Jahren sehr in den Medien gewesen. Häufig wird, gerade wenn man sich so mit Drogenberatung unterhält oder auch mit staatlichen Stellen auseinandersetzen muss, von sogenannten neuen Drogen gesprochen. Sache, die vorher nie aufgefallen ist, nie ins Licht der Öffentlichkeit geraten ist. An der Stelle muss man sich natürlich fragen, ist das überhaupt eine neue Droge? Ist das ein Phänomen, was es vorher überhaupt nicht gab? Woher kommt das eigentlich? Und wenn man sich damit wissenschaftlich auseinandersetzt, dann stellt man eben fest, dass es in alten Kulturen, in vielen alten Kulturen, immer schon Pilzkonsum zu Rauschzwecken gab. Geht davon aus, und das ist eben auch belegbar durch Felsenmalerei und durch Funde, die man angetroffen hat, bei Ausgrabungen zum Beispiel, dass dieser Pilzkonsum ritualisiert gewesen ist und vorwiegend in spirituellen Zeremonien durchgeführt worden ist. So, hier seht ihr so Anthropomorphe beim Pilztanz. Das ist eine Feldenzeichnung aus Algerien und man schätzt eben, dass die 12.000 Jahre alt ist. Man kann fast davon ausgehen, dass der Gebrauch von psilocybinhaltigen Pilzen das älteste Drogenritual der Menschheit ist. Möglicherweise noch älter ist als der Gebrauch alkoholischer Getränke. Auch hier nochmal eine Felsenmalerei aus Algerien. Da, wo heute die Sahara ist, da war vor 10.000 Jahren eben eine Kulturlandschaft, eine blühende Kulturlandschaft. Das war ein sehr fruchtbares Gebiet und da wuchsen eben auch Pilze. Und in Felsenmalereien konnte man eben auch Menschen bei Pilzgebrauch oder bei der Pilzernte identifizieren. Also hier diese Figur trägt eben in ihrer einen Hand ganz einfach zum Pilz. Und Forschung geht eben davon aus, dass es sich dabei um psychoaktive Pilze handelt. Auch in unseren Breiten ist der Konsum von psychoaktiven Pilzen dokumentiert. Das ist hier ein sehr junges Bild, sage ich mal, eben auf der Spätrenaissance, der Barockzeit, das sogenannte Hexenzeig, kochende Hexen, und die eben, von denen eben bekannt ist, dass sie
in ihrem großen Topf psychoaktive Getränke produziert haben, und zwar nicht auf alkoholischer Basis oder nicht nur auf alkoholischer Basis, sondern in diesen Hexengetränken oder Hexensalben waren eben auch sogenannte Hexenkräuter enthalten, also das sind vor allem Nachtschattengewächse wie Bilsenkraut oder wie die Tollkirsche. Und man weiß eben auch, dass sie psychoaktive Pilze damit eingebaut haben in ihre Getränke, um eben dann diese rauschhaften, flughaften Erlebnisse zu produzieren. Wie ihr wisst, sind diese Hexen verfolgt worden durch die Kirche, und zwar sehr brutal zum Teil verfolgt worden. Man wollte mit derlei Riten, mit derlei Spiritualität, die möglicherweise ja auch in Konkurrenz stand zu der offiziellen Lehre und zu den Dogmen der Kirche, von der katholischen Kirche, das wollte man nicht dulden und hat Hexenverfolgung ganz brutal betrieben, bis hin eben dann auch zu massenhaften Hexenverbrennungen. In Europa, speziell in Skandinavien oder auch in dem Gebiet des heutigen Großbritanniens, sind Pilzrituale bekannt. Also man kann sie zurückverfolgen auf mehrere tausend Jahre. Und zum Teil haben sie in abgewandelter Form bis heute auch überlebt. Aber auch in ganz anderen Teilen unserer Erde sind Pilze und Pilzrituale bekannt. Zum Beispiel hat man hier Pilzsteine aus Südmexiko ausgegraben, bei denen man davon ausgeht, dass sie Pilzritualen oder Bestandteile von Pilzritualen gewesen sind. Und gerade in Südmexiko wachsen psychoaktive Pilze massenhaft. Also zum Beispiel der Stropharia cubensis und der Psilocybe cubensis, der mexikanische Zauberpilz, der auch in Kulturform heute in Gewächshäusern angebaut wird. So, jetzt muss ich mal gucken. Also hier jetzt eine Darstellung aus diesem Kodex, der nach der Okkupation von Mexiko durch Cortés entstanden ist und wo eben traditionelles aztekisches, mazatekisches und so weiter indianisches Leben einfach nochmal dokumentiert ist in solcher Bildform. Und auch auf diesem Kodex finden sich eben Zeichnungen von Pilzritualen. Also hier ein Indianer, der ein Pilz ist, möglicherweise ein Schamane, der da mit den Göttern in Kontakt tritt, und hinter ihm steht eben ein Gott aus der Unterwelt vermutlich, der dann mit ihm in Kontakt tritt. Wie gesagt, in unseren Breiten das Wissen um psychoaktive Pflanzen und psychoaktive Pilze verschüttet gegangen, weitgehend verschüttet gegangen. In Europa und später dann auch in Nordamerika wurden ausschließlich als Rauschdroge Alkohol geduldet. Und die Kirche, katholische Kirche, hatte eben auch ein besonderes Interesse daran, Alkohol als Rauschdroge aufrechtzuerhalten. Mönche haben in Klöstern Bier gebraut und haben das veräußert. Aber der Konsum anderer Substanzen wurde eben brutal verfolgt. Und ist damit
sehr weit in den Untergrund gegangen. War hier kein Thema mehr sozusagen. Und es gibt jetzt eine Geschichte, ein schönes Geschichtchen, wie diese Pilze, wie das Wissen um die Pilze wieder an das Licht der westlichen Zivilisation gelangt ist, im Fokus der westlichen Zivilisation. Und zwar ist es von einem Mann aufgegraben worden, dem man das aufgrund seiner Profession erstmal überhaupt nicht zugetraut hätte. Es war Gordon Wasson, war ein Engländer, der aber in Amerika gelebt hat, in New York. Es war ein Banker, der lebt von 1898 bis 1986. Der hat die Pilze für die westliche Welt wieder ausgegraben. Es gibt da ein schönes Geschichtchen, woher der Impuls kam. Er ist mit seiner Frau, es war eine Russin, den Wald spazieren gegangen und da standen ein paar Pilze und Speisepilze und die Frau ist euphorisch geworden und ist an die Stelle gegangen, wo die Pilze gewachsen sind, hat die Pilze geerntet und Wasson hat sich unheimlich darüber gewundert, wie man diese ekligen, schleimigen Pilze da vom Boden aufheben kann, was die Frau überhaupt damit will. Denn es ist so, dass die angelsächsischen Kulturen, also die Engländer und die Amerikaner, sogenannte mykophobe Kulturen sind, also pilzfeindliche Kulturen sind. Für die Angelsachsen stehen Pilze eben für schleimig, für eklig, nennen die Todstuhl, das heißt so viel wie Krötenstuhl. Ja, das ist da im Prinzip kolonisiert, Pilze zu sich zu nehmen und Pilze zuzubereiten. Wir haben seine Frau, eine Russin, die kam aus einer sogenannten mykophilen Kultur, einer pilzliebenden Kultur. Wie viele von uns ja wissen, die Russen sind leidenschaftliche Pilzsammler und gehen im Herbst, ziehen dann die Moskauer raus in die Birkenwäldchen vor der Stadt und ernten da die Pilze ab, um daraus eben leckere Mahlzeiten zu machen. Das ist übrigens auch ein Phänomen, was sich so ein bisschen hier in Berlin erhalten hat. Die Westberliner, die haben kaum Ahnung von Pilzen, ja, die lassen da lieber die Finger weg, haben die Angst, dass sie sich damit vergiften. Wir haben die Ostberliner, die also die russische Ader haben, die slawische Ader übernommen haben und auch hier im Herbst in die Pilze gehen und Pilze sammeln. Okay, Gordon Wasson hat jetzt erkannt, es gibt da ein Wissen, und dieses Reich von Lebewesen, von dem offensichtlich die Angelsachsen ausgeschlossen sind, die hat eben begonnen, sich für Pilze zu interessieren. Erstmal einfach für Speisepilze und welchen Stellenwert sie in der Ernährung der Völker haben und auch in welchen kulturellen Stellenwert sie besitzen. Und ist dann irgendwann auf Schriften gekommen von Schultes, der eben auch auf von dem Gebrauch psychoaktiver Pilze berichtet hat, die im südlichen Mexiko stattfindet. Und das war natürlich eine Sache, die konnte ihm auch seine Frau nicht mehr beantworten, aber die hat ihn sehr, sehr interessiert. Und als Banker hatte er eben auch genügend Geld, um Expeditionen zu finanzieren. Und er hatte sie dann auch finanziert, hat insgesamt 3 Expeditionen durchgeführt. 1952 die erste und 1956 dann endlich die dritte, wo er einer Frau begegnet ist im mexikanischen Hochland. Maria Sabina. Das ist eine mazatekische Schamanin gewesen, in einem kleinen Bergdörfchen im mazatekischen Hochland im südlichen Mexiko. Mit der ist er in Kontakt gekommen und die war letztendlich dann auch bereit, Wasson als Vertreter eben der westlichen Zivilisation das Wissen um diese Pilze preiszugeben.
Und sie hat eben mit ihm ein traditionelles Pilzritual durchgeführt, eine sogenannte Velada. Das hat Rossen auch dokumentiert. Er hat es in seinem Tagebuch niedergeschrieben und ist auch später veröffentlicht worden. Ich kann daraus zitieren, praktisch von dem ersten Pilztrip, den ein Vertreter der westlichen Zivilisation dann wieder mitgemacht hat. In kleinen Bergdörfchen, zur Nacht wurde das gemacht, es wurde vorher gefasst, 3 Tage lang. Die Schamanin hat dann den Anwesenden die Pilze gegeben, traditionell mit Erde zu essen gegeben, wie es heißt. Und die saßen dann eben da am Boden und die Schamanin hat eben versucht, ihr ist es wohl auch sehr gut gelungen, so eine mystische Stimmung zu erzeugen. Sie hat gesungen, sie hat in die Hände geklatscht und hat die Leute so bei ihrem Pilztrip begleitet. Ich zitiere jetzt mal, was Wossen schreibt. Er schreibt: Alles, was man sieht, wirkt, als wäre es gerade aus der Werkstatt des Schöpfers gekommen. Die Landschaft, die Gebäude, die Tiere. All diese Dinge sieht man mit einer Deutlichkeit, dass man zu sich sagt, nun kann ich zum ersten Mal wahrhaftig sehen, ohne dass sterbliche Augen dazwischen treten. Der Pilz verleiht einem die Fähigkeit, vor und rückwärts durch die Zeit zu reisen, in andere Ebenen des Seins einzudringen, ja sogar Gott zu erfahren. Während der Körper fleischschwer in der Dunkelheit liegt, scheint sich der Geist aufzuschwingen, seinen angestammten Ort zu verlassen und, begleitet vom Gesang der Schamanen, mit der Geschwindigkeit vom Gedanken zu reisen, wohin es ihm beliebt, durch Raum und Zeit. Zumindest weiß man nun, was das Unbenennbare ist und was Ekstase bedeutet. Ekstase. Man wird auf den ursprünglichen Sinn dieses Wortes zurückgebracht. Die Griechen bedeutete Ekstase die Flucht der Seele aus dem Körper. Ein treffenderes Wort für diesen Zustand wird man wohl kaum finden können. Ja, das hat Wochen so niedergeschrieben und er hat seinen Pilztrip und die ganze Expedition eben auch fotografisch dokumentiert und dieser Reisebericht ist dann im Live-Magazin erschienen, ein großes Fotomagazin, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, Live, ja. Und war eine Titelstory im Live-Magazin und hat dann wirklich einen riesen Run auf diese Psychopilze hervorgerufen. Also dieses kleine Bergstädtchen in Südmexiko ist dann zu einer Pilgerstätte geworden, also gerade dann auch der aufkommenden Protestbewegung, Hippie-Bewegung, die haben sich da massenweise hinbegeben, eben auch zu Maria Sabina und haben auf diese Art und Weise Pilze kennengelernt. Man sagt also, dass dieser Pilztrip und vor allem nachher dieser Reisebericht im Life Magazine der Beginn der sogenannten psychedelischen Bewegung war, der weltweiten psychedelischen Bewegung. Wie ging es weiter mit den Pilzen? Noch wusste man gar nicht, wie es zu diesem phänomenalen Rausch kam, was der naturwissenschaftliche Hintergrund dieser Substanz ist. Und aus diesem Grund hat Gordon Wossen mit Albert Hoffmann Kontakt aufgenommen. Albert Hoffmann ist sicherlich vielen von euch ein Begriff. Ist ein Chemiker, bürgerlicher Chemiker aus der Schweiz, der seinerzeit bei Sandoz in Basel gearbeitet hat. War ein renommierter Naturstoffchemiker, der in der Pharmaforschung in Pharma gearbeitet hat und der durch Zufall letztendlich in einem Eigenversuch die Wirkung des LSD entdeckt hat.
im 14. Jahrhundert des letzten Jahrhunderts. Die Geschichte ist vielleicht vielen von euch bekannt, wie er dann mit seinem Fahrrad nach Hause radelt und dann sozusagen diesen mächtigen, sehr beeindruckenden LSD-Rausch sozusagen überwältigt wird. Er hat das ja sehr ausgiebig in seinem Buch LSD, mein Sorgenkind, dokumentiert. Und dass es wohl in diese Richtung gehen wird, hat Wossen geahnt und hat eben Kontakt mit Albert Hoffmann aufgenommen. Und Albert Hoffmann hat dann bei Sandoz in Basel die Pilze untersucht, auch ihre Inhaltsstoffe, und hat dann letztendlich das therapeutische, das wirksame Prinzip isoliert und auch eine Strukturaufklärung vorgenommen, und rauskam eben, dass da Tryptamine enthalten sind, nämlich das Psilocybin und auch das Psilocin. Die strukturell und auch von ihrer Wirkung her dem LSD ähnlich sind. Hier sind die chemischen Formeln abgebildet. Ihr seht ganz oben links in der Ecke das Serotonin. Das ist jetzt keine, Drogensubstanz, sondern das ist ein natürlicher Botenstoff, der bei uns allen im Gehirn vorkommt und vor allem unsere Stimmung, unsere Gefühle im Gehirn sozusagen moduliert oder mit erzeugt. Das wird eben von Nervenzellen ausgeschüttet und dockt dann an bestimmten Rezeptoren an. Und an den Rezeptoren, an denen Serotonin andockt, da greifen dann eben auch die Pilzalkaloide an. Und ihr könnt sehen, die Pilzsubstanzen unten rechts sind der Struktur des Serotonins sehr ähnlich. Das ist der Grund, wieso sie eben auch an dessen Rezeptor angreifen können und dann bestimmte Wirkungen entfachen können. Und sehr ähnlich gebaut ist auch das LSD. Das LSD, Lysergsäure, die tun damit. Die Lysergsäure selber wird ja auch aus dem Pilz, aus dem sogenannten Mutterkornpilz isoliert. Und dann allerdings chemisch oder partialchemisch zu LSD umgesetzt. LSD selber ist dann kein Naturstoff mehr. Ja? Ja. Also es gibt auch Forschung, dass Tiere sich mit psychoaktiven Substanzen berauschen. Es gibt auch Theorien, aber das ist alles sehr hypothetisch, dass möglicherweise solche Substanzen, wie zum Beispiel Psilocybin oder man fragt sich ja überhaupt, warum produziert so ein Pilz so eine Substanz? Ja, was bringt es ihm für einen Vorteil? Ja, und andere Pilze tun es nicht. Oder warum produziert Schlafhormon Morphin? Ja, oder warum ein Coca-Strauch Kokain? Ja, eine Theorie ist eben, dass es ein biologischer Vorteil ist, weil die Substanzen möglicherweise bitter schmecken oder weil die Substanzen, wenn sie von Tieren angefressen werden oder die Pflanzen von Tieren angefressen werden, dann aufgrund dieser Substanzen, aufgrund der Wirkung dieser Substanzen von dem Tier dann nicht mehr berührt werden. Ja. Umgekehrt gibt es Forscher, die zeigen, es gibt wohl Tiere, also insbesondere Affen, die ganz bewusst Rauschpflanzen konsumieren, ja, um dann möglicherweise auch bestimmte Zustände mit zu erzeugen, die ihnen offensichtlich angenehm erscheinen. Ja, also hier die Formeln durch Albert Hoffmann aufgeklärt. Damit war das Ganze dann auf einer rationalen Basis. Ganz übersprungen, ich glaube nicht. Hier nochmal die Formel des Psilocybins bzw. Psilocins. Dann noch die Analyse der Pilze.
zwar hier von dem spitzkegligen Kahlkopf, Pseudocybe cililiaceata, in unterschiedlichen Regionen. Diese Analyse ist von Jochen Garz durchgeführt worden. Ich weiß nicht, ob es von euch, in einem oder anderen von euch ein Begriff ist. Jochen Garz ist so im deutschsprachigen Raum einer der prominentesten Pilzforscher, also was psychoaktive Pilze betrifft. Der letzten Jahr auf den Vortrag hat, genau. Genau. Der ist sehr sympathisch. Genau, der kommt aus Leipzig und hat auch in Leipzig seine Studien durchgeführt, noch zu kommunistischer Zeit und sozialistischer Zeit. Er hat auch so eine Theorie dann begründet, dass so eine bestimmte Pilzart die er da wohl, eine Pilzkultur, die er wohl auch angelegt hat, von der man vermuten kann, dass er sie da möglicherweise angelegt hat, sich konzentrisch von Leipzig aus so in die Welt hinaus bewegt hat. Ja, so Pilzgezähne sind sehr schnell wüchsig. Und als sie dann sozusagen die Mauer erreicht haben, an der Sektorengrenze oder an der Tonengrenze, dann ist sie dann gefallen. Ja. Auch eine interessante Theorie. Okay, aber dieser Jochen Garz, ist eben Biologe und Biochemiker und hat sehr viele Analysen von Pilzen und Pilzkulturen durchgeführt, hat den Wirkstoffgehalt in verschiedenen Pilzarten aufgeklärt und hat auch vergleichende Untersuchungen gemacht. Also er ist wirklich zum Beispiel hier Pseudocybe cililiaceata auf der Welt hinterhergereist, hat aus allen möglichen Standorten Pilze untersucht und hat geguckt, wie ist der Wirkstoffgehalt. Und hat das auch veröffentlicht. Interessanterweise ist es wohl so, dass gerade bei Pseudocybe cililiaceata der Wirkstoffgehalt relativ konstant ist. Also unabhängig davon, ob der Pilz in den USA wächst oder in Sachsen oder in Tschechien oder in den Niederlanden, der liegt wirklich so um 1% herum. Im nassen, also im frischen Pilz. Was man bedenken muss, ist, dass wenn man den Pilz trocknet, das Wasser verdunstet und dann natürlich der Anteil des psychoaktiven Wirkstoffs an der Gesamtmasse natürlich relativ ansteigt. Also um den Faktor 10. Pilze zu trocknen bedeutet eine Anreicherung des Wirkstoffs um den Faktor 10. Ja, das muss man wissen. Wenn man es meinetwegen gewöhnt ist, frische Pilze zu konsumieren, darf man natürlich nicht die gleiche Masse wenn man getrockneten Pilzen gebrauchen, dann wird es wirklich sehr heftig. Also wenn ihr euch dafür interessiert, wie wirkstoffhaltig die unterschiedlichen Arten sind und die unterschiedlichen Teile vom Pilz und so weiter und so fort, könnt ihr zum Beispiel mal auf Mikeum.org klicken im Internet. Das sind solche Inhaltsstoffanalysen, die von Jochen Garz produziert worden sind, veröffentlicht. Auch der Wirkmechanismus, dazu gibt es Untersuchungen. Wie kommt es zu so diesem phänomenalen Pilzrausch? Was passiert da bei uns im Gehirn? Da gibt es einen Schweizer Forscher, der da sehr viel Untersuchungen zu gemacht hat, der bildgebende Verfahren eingesetzt hat, Positronen-Emissionsspektroskopie zum Beispiel oder NMR-Spektroskopie, wo er praktisch
Probanden mit kontrollierten Gaben von Drogensubstanzen versorgt hat und die dann eben in diese bildgebende Röhre reingeschoben hat und dann Aufnahmen vom lebenden Gehirn damit erzeugen konnte und so den Wirkmechanismus von allen möglichen psychoaktiven Substanzen, eben unter anderem auch von Psilocybin, aufklären konnte oder sich dem angenähert hat zumindest. Wir wissen heute, wir kennen heute die konkrete Andockstelle von Psilocybin oder Psilocin. Das ist der Serotoninrezeptor, ein spezieller Serotoninrezeptor, der Nummer 2a, der sogenannte LSD-Rezeptor auch, an dem dockt es vornehmlich an. Und dann passieren eben Vorgänge im Gehirn, die noch nicht vollständig verstanden sind, aber die man sozusagen hypothetisch als Wirkmechanismus formulieren kann. Ja. Gibt es was, aber das ja, das, also wenn man katalytisch jetzt ganz im strengen biochemischen Sinne nimmt, dann muss man sagen, nein. Ja? Ein Katalysator ist ja ein Reaktionsbeschleuniger, also ein Stoff, der die Aktivierungsenergie einer chemischen Reaktion herabsetzt und damit läuft dann die chemische Reaktion bei einer bestimmten Temperatur viel, viel schneller ab und wird möglicherweise erst ermöglict. Ja? Also unser ganzer Körper wird zum Beispiel durch Enzyme, der Stoff wird durch Enzyme gesteuert. Das sind wirklich Biokatalysatoren. Ja? Die gehen, setzen die Aktivierungsenergie herab, beschleunigen die Reaktion, aber gehen selber nicht in die chemische Umsetzung mit ein, kommen immer wieder so raus, wie sie reingekommen sind. Das ist ein Katalysator. Und das tun Pilze nicht oder Pilzwirkstoffe nicht. Ja? Sondern jetzt, wenn man sie biochemisch oder pharmakologisch typisieren wollte, dann würde man sagen, es sind Agonisten oder partielle Agonisten. Agonisten sind Substanzen, die an einen Rezeptor binden und diesen Rezeptor in seiner natürlichen Form aktivieren. Das tun sie oft viel stärker als der natürliche Agonist. Der natürliche Agonist wäre das Serotonin. Der bindet zwar auch an einen Rezeptor, aber nur ganz kurz und wird sofort wieder abgebaut. Ja? Weil nämlich im Gehirn Enzyme vorhanden sind. Jetzt kommen die Katalysatoren ins Spiel. Enzyme vorhanden sind, die das Serotonin sofort wieder abbauen. Zum Beispiel Monoaminoxidase. Das Enzym, was Serotonin im Gehirn abbaut. Und diese Pilzwirkstoffe und auch das LSD werden eben nicht oder viel, viel langsamer durch dieses Enzym abgebaut. Andererseits binden sie viel, viel fester an den Rezeptor. Und dadurch werden dann Reaktionen sozusagen hervorgerufen, die normalerweise in unserem Gehirn nicht zu erreichen sind, oder nur durch ganz bestimmte Techniken, ja, die aber die wenigsten von uns beherrschen. Oder nur ganz bestimmte Situationen möglicherweise auch. Ja. Das wird ja immer wieder behauptet, aber das ist eine reine Propagandabehauptung. Also es ist schon denkbar, dass bestimmte lipophile Substanzen eher ins Fett gehen als in wässrige Phasen unseres Körpers. Dass sie sich dadurch länger im Körper halten und dann da wieder langsam freigesetzt werden. Aber die Freisetzung erfolgt dann wirklich so langsam, die Konzentration ist dann wirklich so minimal, dass es das nicht mehr reicht, um in den Rauschzustand zu gelangen. Also das, was man so als Flashback bezeichnet, das ist ja diese Fettablagerungstheorie, ist ja so ein zentraler Bestandteil der Flashback-Theorie, das ist Quatsch. Ja, also naturwissenschaftlich, medizinisch gesehen ist das Quatsch.
Obwohl ich natürlich an der Stelle nicht Flashbacks in Frage stellen möchte. Ja. Es gibt Leute, die berichten das, dass sie in solche Zustände kommen können. Das muss man ihnen erstmal glauben, das muss man erstmal so hinnehmen. Aber naturwissenschaftlich, medizinisch ist das nicht erklärbar. Ich habe dass die Moleküle an die Kopf anbinden, dass sie dort nicht mehr loskommen, dass sie sozusagen dauerhaft auf einem LSD sondern bleiben. Kann das sein? Nee. Also, wie gesagt, das LSD ist ein relativ stabiles Molekül und hat relativ lange im Gehirn aktiv. Ja? Also so ein LSD-Rausch, der kann wirklich bis zu, wenn man jetzt sehr hochdosiert LSD nimmt, was weiß ich, bis zu einem Tag dauern. Ja? Also bis die LSD-Konzentration so niedrig ist, dass man praktisch den Rauschzustand nicht mehr wahrnehmen kann. Man kann jetzt, das ist auch schon gemacht worden, ja, das ist auch die Gerichtsmedizin ja wichtig, das zu wissen, so Kinetiken anlegen, wie schnell LSD abgebaut wird. Und dann kann man auch gucken, bestimmte Bevölkerungspopulationen, wie das ist. Ja, wir wissen ja, bestimmte Substanzen werden wegen von Asiaten langsamer abgebaut oder schneller abgebaut als von dem Standard Europäer oder von Frauen schneller oder langsamer als von Männern. Ja. Aber was es nicht gibt, es gibt jetzt keine, sag ich mal, Menschenmutante, Polymorphismus, man spricht auch von Polymorphismus bei Menschen, bei denen jetzt natürlich das LSD am Rezeptor kleben bleibt. Ja. Das gibt es nicht. Also alles Theorie und Propaganda, Lügenpropaganda, was man in dem Fall sagen kann. Wie ist die Bildveränderung? Okay, die Frage würde ich jetzt einfach mal zurückstellen. Ja. Das ist vielleicht auch was, was man zum Schluss nochmal diskutieren könnte. Ja. Weil ich will noch ein bisschen weiter dann auf die psychologische Wirkung dieser Substanzen eingehen. Okay, bei dem Wirkmechanismus spielt eben der Thalamus eine zentrale Rolle. Der Thalamus ist eben eine Struktur im Gehirn, der eine zentrale Rolle bei der Reizverarbeitung einnimmt. Man muss sich das eben so vorstellen, dass der Mensch oder auch natürlich alle Lebewesen sind einer unglaublichen Menge von Reizen ausgesetzt. Und es gehört irgendwie zu unserem Leben dazu, zu unserer Sozialisation in einer bestimmten Umwelt dazu, dass wir vorwiegend uns auf bestimmte Reize konzentrieren und die ganz gezielt wahrnehmen. Und andere Reize entsprechend ausblenden müssen, weil wir uns sonst in diesem Urwald, in diesem Universum von Reizen uns einströmen, völlig verirren würden und wir völlig die Orientierung verlieren würden. Es ist auffällig, wenn man mal in andere Kulturen geht, das heißt, ich war mal in Papua-Neuguinea im Urwald, ja, die nehmen die Umweltreize viel oder ganz anders wahr als denke ich mir, und das war so auch meine Erfahrung da, als wir Europäer, die haben auch zum Beispiel in ihrer Sprache oder in ihren Sprachen viel, viel mehr Begriffe für grün. Ja, die differenzieren das viel weiter, weil das brauchen die, um sich da zu orientieren. Ja, das blenden wir aus. Und wir müssen das eben ausblenden, um uns hier sozusagen orientieren zu können. Und das große Ausblendungsorgan sozusagen, oder die ganz falsche Worte, die Struktur in unserem Gehirn, das ist der Thalamus. Das filtert sozusagen die Reize, die bei uns sozusagen eingehen und nachher bewusst gemacht werden dürfen in der Großhirnrinde. Und man geht eben davon aus, dass durch LSD und zum Beispiel auch durch Psilocybin der Thalamus in seiner reizunterdrückenden Wirkung ausgeschaltet wird oder supprimiert wird. Dass dann
so auf diese Art und Weise viel mehr Reize auf uns einströmen, als wir normalerweise gewöhnt sind. Und vielleicht hat mal jemand von euch nachts solche Substanzen genommen. Es ist schon ganz erstaunlich, ja, was man dann auf einmal auch in nachts zum Beispiel, wenn der Thalamus offensichtlich aufgegangen ist, was man dann alles so wahrnehmen kann. Ja, das sind die reinsten Nachtsicht, biochemischen Nachtsichtgeräte. Ja. Hat ja auch Boffen beschrieben. Ja. Ganz, ganz treffend, finde ich. Aber letztendlich, dieser Thalamus und diese Thalamus-Theorie und diese Schleichentheorien, die dann von Vollenweider auch daraus entwickelt worden sind, die sind bislang noch hypothetisch. Und es wird noch eine Weile dauern, denke ich mir, bis wir das wirklich richtig verstehen. Weil wir verstehen ja unser menschliches Gehirn und auch das tierische Gehirn, unser Bewusstsein und all was da noch dranhängt, noch längst nicht. Weder auf der biologischen Ebene, noch auf der psychologischen Ebene und alles, was dahinter steht. Ja, da sind wir gerade dabei, sozusagen in die Bewusstseinsforschung einzusteigen. Entschuldigung, das ist alles hypothetisch. Die Anbindung von diese Rezeptoren. Das ist naturwissenschaftlich geklärt. An welchem Rezeptor es bindet, das ist geklärt. Aber was dann sich daraus entwickelt, ja, das kann man zwar, man kann dann im bildgebenden Verfahren bestimmte Aktivierungen erkennen, ja, dass da bestimmte Gehirnregionen aktiv werden, andere vielleicht weniger aktiv werden. Bei solchen halluzinogenen Substanzen sieht man eben, dass bestimmte Hirnregionen sehr, sehr aktiv werden, gerade im Bereich der Großhirnrinde. Aber die konkreten Zusammenhänge, ja, die man daraus sozusagen ableitet, die sind nach wie vor hypothetisch. Also ein schönes Buch dazu, wer sich mit sowas beschäftigen will und wer da Interesse hat, ist dieses Buch TRIPS, ja, im AT-Verlag erschienen. Ja. Das ist sehr anschaulich und populärwissenschaftlich geschrieben, aber von den, sage ich mal, Cracks, wissenschaftlichen Cracks auf dem Gebiet. Ja. Und da wird eben gezeigt, wie solche Substanzen im Gehirn wirken, was die Hypothesen sind, aber auch wo die Schwachstellen dieser Hypothesen liegen und wie es weitergeht. Ja. Und es wird noch ein langer Weg sein, das zu ergründen. Und der Weg ist natürlich auch besonders steinig dadurch, dass es extrem schwierig ist, auf dem Gebiet überhaupt seriöse Forschung zu betreiben. Also ist in Deutschland zum Beispiel und in den USA praktisch nicht möglich. Vieles wird eben in der Schweiz gemacht, weil die da auf dem Gebiet toleranter ist und die Forscher von den Ethikkommissionen und von den staatlichen Aufsichtsbehörden eher mal die Erlaubnis bekommen, solche Forschung zu betreiben. Da kann ich was anderes sehen, der Jochen Gas. Der hat auf der Vision gesagt, dass in Amerika das auch den Ursprung gemacht hat, den Pilzverbot, den ich bei meinem Jahr habe, dass die dort inzwischen Forschung haben. Dass sie inzwischen Forschung haben, ja. Die erlaubt sind, aber sehr beschränkt natürlich als Forschung. Damals in den 70ern, als er selbst noch geforscht hat, hat er festgestellt, dass das Zylokobin, oder das Zylokobin, ich kann es jetzt nicht sagen, das ist eine sehr geringe Dose, die nicht mal Rauschsport und Sachen. Migräne ausschalten kann, diese ständigen Migräne. Also, Forschung, das ist ja nicht Migräne, sondern das ist der Kopfschmerzen. Man stellt jetzt sich wirklich vor, das ist der Plan vor dem Kopf. Aber sowohl bei Migräne als auch bei Cluster-Kopfschmerz werden heute Substanzen angewendet, die an Serotonin-Rezeptoren andocken. Ja. Sogenannte Triptane zum Beispiel. Triptane. Ja. Oder aber auch Mutterkornalkaloide werden eingesetzt. Ja. Also Substanzen, die dem LSD von der Struktur her sehr ähnlich sind. Aber bis man dahin bekommt jetzt mit verschiedener Routine, Psilocybin oder LSD anwendet, das ist noch sehr, sehr weit weg. Ich hätte mal eine Frage, und zwar inwieweit ist die Erforschung von Halbzyklen-Stoffen, der wird im Moment mit den
Forschungsstand der Wildforschung generell, also zu sagen, wie weit es auch Prioritäten gibt, Wildforschung. Und wir haben praktisch diese Standard-Doktrin, also ich weiß, in der Wildforschung, als solche, die die Wildforschung beeinflussen. Das ist eine relativ komplexe Frage, aber ich muss sagen. Okay, ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Experte für Gehirnforschung, aber klar, wenn man sich für das Thema interessiert, kommt man ständig an solche Fragen ran. Ja? Und also wenn man sich so die Artikel durchliest, ja, also natürlich werden solche Bewusstseinsforscher immer erst mal unter den Verdacht gestellt, ihr macht das ja vor allem auch deswegen, um neue Drogen zu entwickeln. Ja? Also Bewusstseinsforscher, Gehirnforscher werden häufig mit dem Vorwurf konfrontiert, sage ich mal, das zu machen, um unter anderem aus ihrem Wissen heraus dann neue Drogen zu entwickeln. Ja? Sowohl legale Psychopharmaka als auch meinetwegen Rauschdrogen, illegale Rauschdrogen. Ja? Und ich denke mir, dass es natürlich wichtig ist, wenn man Grundzustand, die physiologische Funktionalität eines Organs zu erforschen, ja, muss man die Funktion irgendwie ansteuern und verändern können, möglichst spezifisch. Ja. So hat man auch die Funktion vieler anderer Organe erst richtig verstanden, ja, indem man sie eben pharmakologisch manipuliert hat, sag ich mal. Ja. Also die Niere zum Beispiel durch die Diuretika oder das Herz durch diverse Medikamente, die eben am Herzreizleitungssystem andocken und das verändern. Dadurch hat man das Herzreizleitungssystem das richtig verstanden. Ja? Und das Gleiche gilt natürlich auch für ein Organ wie das Gehirn, ja? Was natürlich extrem komplex ist. Du musst den auch nicht erfahren müssen. Du bist auf das Mittel der Forschung herstellen. Ja, allerdings. Ja. Ja, hier noch ein Wort zu der Normierung, zu der Erfassung des Trips, des halluzinogenen Trips. Also das ist ja wirklich ein Phänomen, was erstmal, wenn man das selber mal erlebt hat, sehr überwältigend ist und erstmal kaum zu beschreiben ist, beziehungsweise wenn man zum Beispiel Prävention in der Techno-Szene macht und dann wirklich mal auch akzeptierenden Ansatz hat, wird man zum Teil wirklich stundenlang, wenn man da vor Ort eine Techno-Club-Aufklärung macht, von den Leuten beredet, sage ich mal, konfrontiert mit dem, was sie so erlebt haben auf Trips und wie sie das so einordnen. Ja, also darüber dann zu sprechen, ist ein großes Bedürfnis. Und es ist auch sehr, sehr unterschiedlich, was da Leute erleben und kaum irgendwie zu fassen und zu kategorisieren. Ihr wisst, dass Timothy Leary, das war der Harvard-Professor, der auch so ein Aushängeschild der psychedelischen Bewegung gewesen ist, schon mal wesentliche Theorien aufgestellt hat, wie solche Substanzen wirken und welche Faktoren sozusagen zu berücksichtigen sind. Also er hat dieses Konzept von Drug, Set und Setting entwickelt. Drug, die Substanz, die naturwissenschaftlich greifbare Substanz, die Dosierung der Substanz und möglicherweise auch die Kombination, in der die Substanz gebraucht wird. Das ist natürlich ein wichtiger Parameter. Aber wir wissen eben, und das hat Leary auch ganz klar gesagt, dass da noch ganz andere Kräfte wirken, die nachher die Ausprägung eines psychedelischen Trips und einer Drogenwirkung beeinflussen. Das ist zum einen, ich sag mal, die soziale Umgebung, das Setting. Also wir wissen eben, dass es einen großen Unterschied macht, ob man so eine Substanz meinetwegen im therapeutischen Setting in der Klinik erlebt, wo dann Ärzte mit weißen Kittel um einen rumstehen, oder ob man das in der freien Natur lebt oder möglicherweise auch eine Technokratie. Ja. Die gleiche Substanz kann da völlig unterschiedliche Wirkungen auch bei der gleichen Person erzeugen. Also das ist
der entscheidende Einfluss des Settings. Und wichtiger Einfluss ist dann auch noch das Set. Das sind dann die personenbezogenen Parameter, also die psychische Ausgangssituation, die Stimmung, in der die Grundstimmung, in der er sich befindet, oder auch die Erwartung, die er an den Drogentipp hat, und natürlich ganz wesentlich auch die Vorerfahrungen, die er hat. Also Leute, die viel Erfahrung mit psychedelischen Substanzen haben, werden den Trip sicherlich anders erleben als Leute, die zum ersten Mal vielleicht sogar aus Versehen damit konfrontiert werden. Also es gibt Berichte, wie Familien, die zufällig beim Pilzesammeln jetzt ein paar Kilos in ihrem Korb mit drin hatten und dann ein Pilzgericht gemacht haben und auf Drogentrip kamen sozusagen, also wie es denen ergangen ist. Ja, die waren natürlich völlig entsetzt und haben gedacht, die sterben jetzt gleich und sind auf dem Weg, was weiß ich, in den Himmel. Ja. Und naja, ich meine, das ist natürlich dann ein schlechtes Set. Ja. Ein denkbar ungünstiges Set. Okay, also wir haben jetzt gelernt, Drug Set Setting. Ich glaube, dass ich nicht so viel überhaupt mit dir, vielleicht würde ich jetzt das Set brauchen, aber es sind wichtige Faktoren, aber man wollte dann auch noch weitergehen, also man wollte jetzt den Kategorien schaffen, um so einen Drogentrip letztendlich zu beschreiben. Und da hat eben Professor Dittrich, auch wieder aus der Schweiz, aus Zürich, so Kategorien entwickelt, die eben zu so Grunddimensionen abgeleitet, wie man so einen Trip beschreiben kann. Nämlich in den drei Dimensionen die ozeanische Selbstentgrenzung, die angstvolle Ich-Auflösung, das, was man so üblicherweise auch als Horror-Trip bezeichnet, zumindest wenn es dominant ist in dem Trip, und die visionäre Umstrukturierung. Die visionäre Umstrukturierung ist so das, was man auf der visuellen Basis erlebt, wenn man halluzinogenen Drogentrip erlebt, also zum Beispiel Synästhesien, dass man auf einmal Töne sehen kann und umgekehrt. Dass man eben Halluzinationen erlebt und Pseudo-Halluzinationen erlebt. Das sind visionäre Umstrukturierungen, Horrortrip, Angst vor Ich-Auflösung, das ist eben die Verzerrungen, die man wahrnimmt, die Ängste, die freigesetzt werden, der Verlust der Selbstkontrolle, dass man sich aber auch irgendwie als von außen gesteuerte Marionette fühlt. Das verstehen wir alles unter angstvoller Ich-Auflösung und ozeanische Selbstentgrenzung. Darunter versteht man dann so dieses allumfassende Gefühl von Liebe und Eintracht, das Verschmelzen mit anderen Personen oder das Auflösen der Ich-Du-Grenze eben oder mit der ganzen Umgebung, mit dem ganzen Kosmos. Er hat diese drei Kategorien definiert und hat dazu eben auch dann Fragebögen entwickelt, wie man diese einzelnen Dimensionen erfassen kann, und hat dann tatsächlich auch Probanden, gesunde Probanden, in der Regel Studenten, auf verschiedene Substanzen gesetzt und hat dann drogenabhängig, also drugabhängig, geguckt, welche Substanz verursacht, vor allem welchen Aspekt der Drogenwirkung und auch welches Set. Also er hat auch praktisch so eine psychische Erhebung vorher der Ausgangslage gemacht, und welches Set führt zum Beispiel dazu, dass jemand auf Horror-Trip kommt und andere bei der gleichen Substanz nicht. Die Sachen sind auch publiziert. Können eben auch sozusagen dafür herangezogen werden, mal selber einen Vorabcheck zu machen, ist das jetzt überhaupt eine Situation, in der ich eine Substanz nehmen soll? Bin ich in einem Zustand, wo es nicht gefährlich sein kann, weil der Aspekt zum Beispiel der angstvollen Ich-Auflösung bei dem Set, in dem ich mich jetzt irgendwie befinde, dominant werden könnte?
Was er aber auch sagt, ist, dass nie einer dieser drei Dimensionen alleine auftritt, sondern es ist immer nichts. Mal dominiert der eine Aspekt, mal der andere. Mit der einen Droge, mit der Ecstasy zum Beispiel, dominiert ganz klar die ozeanische Selbstgrenzung, meinetwegen bei LSD eher die visionäre Umstrukturierung. Trotzdem erlebt man auch bei LSD ozeanische Selbstgrenzung. Ja. Diese Aufteilung, obwohl ja das ist ganz schön. Ja. Gibt es da einen Unterschied zwischen den natürlichen Wirkstoffen und den synthetischen? Von der 95 bis 2,3 von der künstlichen Drogen zum Beispiel, dass der Nee. Also, das nicht. Von Droge zu Droge gibt es deutliche Unterschiede, ja. Aber man kann jetzt nicht prinzipiell einteilen in Zustände, die durch synthetische Substanzen verursacht werden oder Zustände, die durch natürliche Substanzen verursacht werden. Das erste Mal schon gesagt, dass du natürlich eine künstliche Substanz länger wirkt als eine natürliche. Also was ich sagen wollte, ist, dass die körpereigene Substanz, wenn sie im Nervensystem wirksam ist, die muss immer ganz, ganz schnell wieder abgebaut werden, weil das Nervensystem ultraschnell auf äußere Reize reagieren muss. Ja, dafür gibt es das Nervensystem. Es muss ganz schnell gehen. Ja, wenn ich mich erschrecke, werde ich ganz schnell rot, fange ganz schnell an zu zittern, aber komme auch ganz schnell wieder runter von dem von diesem Zustand. Das ist das Wesen des Nervensystems. Das Hormonsystem reagiert viel globaler, aber viel behäbiger und langsamer zum Beispiel. Ja? Und die Drogen greifen alle im Nervensystem an, im zentralen Nervensystem an. Darum können sie psychoaktiv wirken. Ja? Und die setzen eben dieses Prinzip der ganz schnellen Regulation irgendwo außer Kraft, ja? Weil die lange am Rezeptor wirken können in der Regel. Ja? Für die Zeit der Drogen davon eben. Aber auch natürliche Drogen können sehr lange wirken. Ja? Also zum Beispiel die Cannabinoide sind Substanzen, psychoaktive Substanzen, die sehr, sehr lange wirken. Also das sind die Drogensubstanzen, die am längsten wirken, am längsten im Blutkreislauf nachweisbar sind. Das wäre jetzt eine Wissenschaft. Der selbst Also bei natürlichen Drogen ist immer dieses Wirkstoffgemisch diese ganz perverse Erkenntnis, weil die synthetisierten Wirkstoffe sind nur sehr anzustellen, insofern ist es immer so verschiedene Zellen, die jetzt alle werden zum Beispiel der pharmazeutische Industrie-Selbstfähigkeit, die entsprechend einen Wirkstoff auszutun, aber sie haben sogar noch einzelne Wirkstoffe probiert, und zwar in einem Drogen, das man wahrscheinlich nicht schon gibt. Also die Struktur des Psilocybins ist gleich. Ja? Und der Naturwissenschaftler würde sagen, also würde jetzt eine unterschiedliche Wirkung erstmal verneinen. Ja? Es gibt bestimmte Substanzen, psychoaktive Substanzen oder die meisten sogar psychoaktiven Substanzen, die in zwei Formen auftreten, sogenannten
inanzionären Formen, die von der Struktur her sind, wie Bild und Spiegelbild, die rechte Hand und linke Hand. Ja? Und in der Regel hat, also Cannabinoide zum Beispiel, also Cannabiswirkstoffe ist das, oder bei den Alkaloiden aus dem Schlafhirn ist das, ja? Und häufig hat nur die eine Hand sozusagen, passt in den Handschuh mit Rezeptor rein und kann die Wirkung auslösen. Oft ist es sogar so, dass die andere Hand die Wirkung ein wenig unterdrückt oder anders moduliert. Ja? Und die Pflanze oder das Tier, in der Regel die Pflanze oder der Pilz, die erzeugen durch ihre biochemischen Vorgaben immer nur die eine Hand, genau die Passform, die genau in den Rezeptor reinpasst. Ja? Und wenn man jetzt diese Substanz synthetisch macht, hat man dann das Gemisch aus rechter Hand, linker Hand. In der Regel wird das dann auch angeboten. Also illegale Labors können das nicht trennen, das können nur hochspezialisierte legale Pharmalabors machen, sag ich mal. Und dadurch hat man dann eine andere Wirkung. Wobei, aber gerade bei Psilocybin trifft das nicht zu. Da gibt es nur eine Form. Es ist keine chirale Verbindung. Die Bild- und Spiegelbildform. Es gibt auch synthetisiertes, synthetisches Psilocybin. Ja, es gibt kein, das heißt Psilocybin, ja? Es gibt kein Handels-, kein Markennamen dazu. Kein Markennamen. Die nennen das genauso. Die nennen es genauso, ja. Wenn sie gleiche Struktur hat, bekommt es eben den definierten Namen. Ja, INN-Nomenklatur, die Wirkstoffe zu bezeichnen sind. Ja, also es ist ein Register, wo die ihren Namen bekommen. Ja, also der Erfinder darf das Ding dann so benennen. Und heute gibt es auch eine gewisse Systematik. Und wenn es die gleiche Struktur hat, hat es auch den gleichen Namen. Ja. Aber es gibt auch ein L und E. Ja genau, das ist rechts und links. Ja. Ja, also links, also rechte Hand, linke Hand. Ja? Ist ja meistens ein Satz, das ist die Delta vor oder nee. Genau. Das ist nur unterschiedlich. Ja? Kann man so nicht sagen. Ja? Wobei, sie die Buchstaben haben die Natur? Bitte? Welche Buchstaben kennen die Natur? Nein, die Natur macht beide. Also, ja, jetzt wird es natürlich sehr, sagen wir mal, chemisch plötzlich schon. Ja? Rechts und links drehend kann man nicht in direkten Bezug zu L und D stellen. Ja? Zum Beispiel, man kennt das ja, ich glaube, links drehend, die rechts drehende Milchsäure, ja, macht in bestimmten Joghurtkulturen. Ja? Also, wir machen wohl immer rechts drehende Milchsäure, aber das kann durchaus auch L-Milchsäure sein. Ja? L und D bezeichnen die chemische Konfiguration, ja? Während rechtsdrehend, linksdrehend bezieht sich darauf, wie die Schwingungsebene des linear interessierten Lichtes verdreht wird. Das ist ein physikalisches Phänomen, wenn man durch die Lösung eine bestimmte Art von Licht schickt und guckt, wie sich die Schwingungsebene sich verschiebt. Ja? Das eine hat mit dem anderen nicht direkt was zu tun. Ja? Also das nur so nebenbei bemerkt. Ja? Aber ich glaube, das wird jetzt sehr, sehr speziell. Aber prinzipiell, um hier meine Meinung nochmal kundzutun, natürlich ist es ein Unterschied vom Set her, ja? von der Drug nicht, aber vom Set her, es ist, denke ich, ein großer Unterschied, ob ich meine Substanz selber anbaue oder in der Natur sammeln gehe. Und das ist, denke ich, ein ganz anderer Umgang, vielleicht viel bewussterer Umgang, als wenn ich in den Supermarkt gehe und mir irgendwie. Dann kann man ja auch zum Teil Pilzschokolade kaufen, in so einem Fertigprodukt und mir die reinpfeife. Ja, ist schon ein anderes Set. Ja. Die Substanzen wurden und werden in der Psychotherapie eingesetzt. Psychotherapie, da gibt es verschiedene Ansätze, verschiedene Paradigmen. Auf verschiedene Verfahren, wie diese Substanzen eingesetzt werden. Also ganz am Anfang, so in den 50er Jahren, galt vor allem das psychotomimetische Paradigmum. Also man hat gesagt, die Substanzen erzeugen einen Zustand, der einer Psychose, manchmal einer Schizophrenie ähnlich ist. Hat gedacht, okay, damit können wir eine Modellpsychose erzeugen und dann aus dieser Modellpsychose heraus
Substanzen entwickeln, die antipsychotisch wirken. Gewissermaßen klappt das auch. Heute gibt es auch Psychopharmaka, Neuroleptika, die genau an diesem LSD-Rezeptor andocken, ihn aber jetzt nicht aktivieren, die LSD oder die Pilze, sondern ihn blockieren. Und damit werden schizophrene Persönlichkeiten sozusagen behandelt. Ja, sowas gibt es. Das ist wirklich Persönlichkeitsspaltung. Schizophrenie ist eine Art Persönlichkeitsspaltung, so ein krankhaftes Bild. Das kann man auch nicht so pauschalisieren. Oder Schizophrenie laufen ungefähr 100 Krankheiten plus minus so, die halt irgendwie da noch sehr divergieren. Und auch das Bild, was man davon hat, verändert sich sehr stark. Ja. So, wenn ich ein Lehrbuch von den 80er Jahren reingucke, wie es definiert und abgegrenzt worden ist, und wenn ich in ein Lehrbuch jetzt reingucke, hat sich da schon eine Menge getan. Das muss man nebenbei bemerken. Okay, aber das war das Paradigma, unter dem so die 50er Jahre standen. Und dann hat man aber festgestellt, dass man die Substanzen ja auch dazu benutzen kann, um in seinem Drogenrausch bestimmte Krankheiten oder bestimmte Zustände anzugehen und möglicherweise den Heilungsprozess zu beschleunigen. Und da hat man erstmal prinzipiell zwei verschiedene Wege dazu entwickelt, nämlich einmal die psycholytische Therapie und einmal die psychedelische Therapie. Die psycholytische Therapie, die vor allem hier in Europa und zur Zeit auch noch in der Schweiz praktiziert wurde und in der Schweiz noch wird, basiert eben darauf, dass man die Substanzen relativ niedrig dosiert einsetzt, dass man sie in eine Psychoanalyse, in eine Psychotherapie einbaut. Also dass es Sitzungen gibt, die völlig substanzfrei durchgeführt werden, Sitzungen, die dann eben mit relativ moderater Dosierung solcher Substanzen gemacht werden und dann wieder Sitzungen, wo die Erfahrungen, die da gemacht worden sind, nachgearbeitet werden. Das versteht man unter psychologischer Therapie. Also hier in Deutschland war Hans-Karl Leuner aus Göttingen, der Papst der psychologischen Therapie, und er hat da auch publiziert und ganz beachtliche Ergebnisse mit erzielt. Bekannter von mir, der war bei Leuner Assistent gewesen sozusagen und konnte auch wirklich berichten, dass da ganz erstaunliche Fortschritte bei den Patienten auszumachen waren. Der psychedelische Ansatz, der sieht anders aus. Da wird die Eigenmächtigkeit der Substanzen sozusagen in den Vordergrund gestellt. Und der Patient, der Proband, bekommt halt in wenigen Sitzungen in sehr hohen Dosen die Substanzen verabreicht. Aber auch, wie gesagt, die Therapien sind nur unter sehr begrenzten Bedingungen möglich, für uns kaum noch möglich, zum Teil wird sie illegal durchgeführt, und auch die Therapieforschung auf diesem Gebiet ist natürlich fast gegen Null. Das ist eine ganz Anekdote. Wie viele Psychologen braucht man, um eine Lampe einzuschrauben? Genau. Wie viele Psychologen braucht man, um eine Lampe einzuschrauben? Die Antwort ist eine. Sie muss es nur selbst folgen. Okay. Das ist eine Reaktion. So. Ja, wie gefährlich sind die Substanzen? Gibt es irgendwelche physiologischen, körperlichen Nebenwirkungen, die hochgefährlich sind? Dazu, das kann man verneinen. Also die Pilzalkaloide sind relativ ungefährliche Substanzen. Dazu gibt es mittlerweile auch
relativ gute Forschung. Hier zum Beispiel eine Publikation aus der Schweiz aus dem Jahr 2004, also auch wieder Köln weiter beteiligt, eben die akuten psychologischen, vor allem auch physiologischen Wirkungen von Psilocybin an gesunden Probanden getestet haben. Und zwar ein Forschungsdesign, das sozusagen das Nonplusultra in der pharmakologischen Forschung ist, nämlich die placebo-kontrollierte Doppelblindstudie. Das heißt, eine bestimmte Gruppe von gesunden Probanden kriegt Psilocybin, das Währung, eine bestimmte Gruppe bekommt das Placebo. Weder die Therapeuten, also die Ärzte, die den Versuch begleiten, noch die Probanden wissen erstmal, was sie bekommen. Und dann werden eben bestimmte Effekte gemessen. Psychologische Effekte und auch klinisch-physiologische Effekte. Und also gerade diese Effekte waren sehr moderat. Es kam zu einer leichten Erhöhung des Blutdrucks, des systolischen Blutdrucks, innerhalb der ersten 60 Minuten der Substanzwirkung. Und im EKG, also auf die Herzfrequenz, auch auf den Herzrhythmus und auf die Körpertemperatur konnten keine Effekte festgestellt werden. Das sind ja auch gerade Effekte, die zum Beispiel bei anderen Substanzen, bei den Amphetaminabkömmlingen zum Beispiel, Probleme und wirklich Teil große Probleme machen. Und kann man eigentlich nach dieser Studie, die wirklich nach guten Kriterien durchgeführt worden ist, Entwarnung geben. Ja. Man kann allerdings sich sozusagen einsteigern, und wenn jetzt das Set-Steck ist und Sinn-Steck ist, und dann kommen als Folge solche Erscheinungen. Ja. Also es ist dann sozusagen nicht direkt auf den Level. Es gab auch Studien, wo halt stärkere Dosen verabreicht wurden, um zu testen, ob das dann sozusagen auf einen von den Ich glaube, das ist schon verstanden. Ja, natürlich so eine Größe wie der Blutdruck oder die Herzfrequenz sind auf jeden Fall mal Größen, die durch äußere Parameter, durch Stress zum Beispiel, durch Angst sich ganz erheblich verändern können. Und das ist ganz klar, dass wenn jetzt jemand nicht auf die Wirkung befasst ist und so eine Pilzmahlzeit einnimmt und dann auf einmal Todesängste bekommt, dem wird sicherlich auch die Herzfrequenz ansteigen. So im klinischen Setting, wo die Patienten ja doch ungefähr wussten, was passieren könnte, zumindest ist es nicht eingetreten. Aber gerade die Körpertemperatur wird nicht beeinflusst. Das ist schon mal sehr wichtig zu wissen. Gibt es Todesfälle von, sage ich mal, Fingerpilznamen? Der ist ja bei uns der einzige, der so landläufig unterwegs ist. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, kann ich hier nicht sagen, wie es da aussieht. In diversen Büchern gelesen habe, dass wir zwar als so sehr gefährliche oder giftige Spalte Giftpilz bilden, aber das wird nicht wirklich umgehen. Und deshalb ist es ein populistisches Problem, das ist also, man kann den Fliegenpilz auch zu Rauschzwecken gebrauchen und erstaunlicherweise, ja, wir haben alle irgendwie mal als Kind gelernt, lass die Finger weg, ja, hochgiftig. Und mit einer gewissen Erfahrung, ein bisschen Know-how, ist ja auch relativ sicher wohl zu handhaben. Wobei die Variation, die bei uns auftaucht, wohl noch schwieriger zu handhaben ist, als zum Beispiel der sibirische Fliegenpilz. Der ist ein Wirkstoffgehalt, ja. Also Muscaria ist die Gattung, die fällt auch unter europäischer Gründe, sage ich mal. Der schwankt mehr an dem Wirkstoffgehalt. Das haben wir auch hier beschrieben. Ich muss mal, wenn man gerade zitieren, noch wie hier schreiben. Also Joachim Eul, der berühmte Ökologe. Fliegende Pantherpilz, diese Pilze, welche manche Insider ebenfalls verspeisen,
üblicherweise Dosis 2 bis 3 mittelgroße Hitze getrocknete Fliegenpilze, enthalten ebenfalls Inhaltsstoffe mit halluzinogener Wirkung, jedoch handelt es sich hierbei nie um Psilocybin oder seine Derivate, sondern um Ibotensäure, Muzimol und Muscazon. Diese beiden Unterschiede zu Psilocybin übrigens nicht in der Bitte entgehen. Im Gegensatz zu Psilocybin rufen diese aber auch Übelkeit, Erbrechen und Herzrasen hervor. Also da haben wir wirklich physiologische manifeste Nebenwirkungen. Wenn auch Todesfolge nach Verzehr von Fliegenpilzen, Amantia und Muscaria, bislang nicht belegt sind. Also das hat er, ich denke, hat er auch schon wissenhaft recherchiert, ja, der gute Joachim. Und auch wenn sie im Kosmos Naturführer als hochgefährlich und möglicherweise tödlich ausgewiesen sind, ist hier in der Gerichtsmedizin noch kein Fliegenpilz toter infiziert worden, trotz des Westberliner jetzt auch nicht zu werden. Beziehungsweise man sollte, ich rate keinen zu, eine Droge zu konsumieren, ich rate auch keinen ab, eine Droge zu konsumieren, die konsumierbar ist, sage ich mal, aber ich rate jedem, sich vorher gründlich zu informieren. Bei solchen Substanzen, genauso wie zum Beispiel auch bei den Nachtschattengewächsen, die ja dann auch wirklich potenziell tödlich sein können durch die Atropin, da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und sehr gut informiert sein und sehr stabil sein. Meine allerletzte Folie. Hier geht es um Mischkonsum. Das ist auch noch ein Aspekt, den ich ansprechen wollte. Üblicherweise werden heute nämlich Drogen nicht mehr als Einzelsubstanz gebraucht, sondern gerade so im Bereich Techno ist ein Mischkonsum üblich geworden. Und bestimmte Substanzen werden eben in Kombination gebraucht. Und wir haben hier, also Joachim und ich und Gundula Barsch, eine Professorin aus Merseburg, mal so eine Studie gemacht, durchgeführt, die die subjektive Bewertung von Zweierkombinationen betrifft. Und also je dunkelgrüner es wird, desto positiver wird sie bewertet, je dunkelroter es wird, desto schlechter wird eben negativer wird die subjektive Wirkung der Zweierkombination bewertet. Über 1400 Probanden, die wir gefragt haben, vornehmlich auf Technopartys oder auf Hump-Events. Ja. Ich habe über 1400. Also schon repräsentativ innerhalb einer bestimmten Szene zumindest. Ja. Und auch im Vergleich zwischen den Szenen wurden übrigens interessanterweise die Kombinationen relativ ähnlich bewertet. Also die Hanfszene, was wir als Hanfszene definiert haben, hat das relativ ähnlich bewertet wie zum Beispiel die Technoszene. Und die Pilze haben wir eben auch untersucht. Pilze werden sehr, sehr gut in Kombination mit Cannabis bewertet. Das war mit Abstand die beliebteste Kombination. Über 93% bewerten diese Kombination positiv. Während mit anderen Substanzen, also zum Beispiel auch chemischen Substanzen, wird diese Kombination eher schlecht bewertet. Also zum Beispiel Pilze und Speed sagen nur 5%, das ist eine gute Kombination. Das würde ich ganz massiv im Vergleich zu Cannabis, wo 93% sagen, das ist eine gute Kombination. So. Damit will ich jetzt meinen Vortrag beenden und bedanke mich bei euch für eure aufmerksames Zuhören und für die engagierten Fragen. Ich stehe weiterhin zur Verfügung.